Hallo, ich habe heute eine Rezension für euch und zwar Studierst du noch oder lebst du schon? Von Tiffany Reverie. Das ist eine Graphic Novel, erschienen im Knaus Verlag. Sie hat 180 Seiten, vollfarbig und kostet 20 Euro. In der Graphic Novel geht es um Jean. Jean hat das Angebot bekommen, dass sie als Doktorandin angenommen werden kann. Also sie unterrichtet zurzeit an einer Hochschule Kunst und sie hat auch irgendwas mit Kunst studiert und kann jetzt Doktorandin sein und möchte über Kafka schreiben und ist am Anfang total motiviert und denkt sich, ja, das schaffe ich in den 3 Doktorandenjahren locker. Und im Prinzip beschreibt die Geschichte, wie sie es nicht in den 3 Jahren locker schafft, ihr Hadern und vor allen Dingen legt es den Schwerpunkt darauf, wie sie sich verändert in der Zeit, wie sie von ihrem Umfeld wahrgenommen wird, gerade was die Familie angeht, dieses, ja, aber wie lange schreibst du denn deine Doktorarbeit und warum bist du denn noch nicht fertig? Was machst du denn eigentlich? Und was willst du später damit machen? Und auch, wie sich ihre zwischenmenschlichen Beziehungen, vor allen Dingen zu ihrem Freund, durch diese Arbeit an der Doktorarbeit verändern. Mir hat die Graphic Novel gut gefallen, weil sie eben diesen Einblick gebracht hat und weil sie eben das verdeutlicht und veranschaulicht, was irgendwie jeder Student kennt, der vielleicht ein bisschen länger braucht, der länger an etwas schreibt. Denn irgendwann hört man immer, sei es die Doktorarbeit oder die Bachelorarbeit oder das Studium an sich, ja, aber was machst du denn die ganze Zeit? Und du hast doch aber die Zeit und warum bist du denn noch nicht fertig? Und das fand ich wirklich gut an diesem Buch umgesetzt. Der Zeichenstil war nicht so hundertprozentig meins. Ich verlinke euch das unten nochmal. Das Buch vom Verlag, da gibt es immer sehr gute Vorschaubilder, die ersten paar Seiten, wo man sich gut den Zeichenstil angucken kann. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen für jemanden, der vorhat, eine Doktorarbeit zu schreiben, eine ganz gute Lektüre, weil sie einfach verdeutlicht, dass so viel hinten dran hängt, was man erst im Nachhinein irgendwie so wirklich realisiert, weil man erstmal sehr euphorisch ist und sich denkt, ja, okay, ich schaffe das und irgendwie alle anderen haben das auch geschafft und so. Ja, ansonsten bleibt zu sagen, dass ich es wirklich eine interessante Graphic Novel fand, die sich sehr gut mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, die mich aber irgendwie auch nicht geschafft hat, hundertprozentig abzuholen. Also es war nicht so, dass ich hundertprozentig dabei war bei der Graphic Novel und dass ich hundertprozentig das Gefühl hatte, es ist jetzt genau meins. Vielleicht, weil ich nicht eine Doktorarbeit schreibe. Ich weiß es nicht, woran es lag. Ich habe mich nicht so hundertprozentig abgeholt gefühlt. Ja, es gibt nichts, wo ich sagen könnte, das hat mir besonders gut gefallen, außer die Punkte, die ich eben schon vorher vorgehoben habe. Es ist aber auch nichts, wo ich sagen kann, okay, hier und hier und hier und hier, das war blöd, das hätte man besser machen können. Es war einfach so eine schöne Erzählung, die bei mir ein Gefühl von, okay, ja, cool, jetzt habe ich darüber auch was gelesen, gelassen hat. Und dementsprechend ist es halt einfach so ein nettes Buch. So ein 3-Sterne-Buch, über das man irgendwie nicht hundertprozentig sagen kann, warum es keine 5 Sterne sind, weil man nicht aufzählen kann, was gefehlt hat. Wo man aber auch nicht sagen kann, es sind nur 3 Sterne, weil mir eben das und das gefehlt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Also ich fand es gut, ich fand es nett gemacht, aber es war nicht hundertprozentig meins. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.